Das Fahrrad, Leute, guck mal da, das Fahrrad. Was rein. Daumen hoch. Ich habe da gerade kein so gutes Gefühl, wenn ich da einfach runterspringe. Leute, wir gehen jetzt runter und wenn ich dann unten in den jeweiligen Tod sterbe, dann ist das halt einfach so. So, wir riskieren es jetzt. Soll mir keiner sagen, ich bin Schissbuchs. Beavers Box, den Super Tresor. Unknackbar. Unüberwindbar. Außer mit der Steinaxt, der Stufe 2. Dauert lange, lohnt sich trotzdem. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge 7 Days to Die mit dem Gamebro und der lieben Lydia. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben in der letzten Folge noch am Ende der Folge den Airdrop mitgenommen und wir waren hier hinten in diesem verbrannten Land. Leute, irre, ich habe mich wahnsinnig erschreckt. Schönes Gebiet, sehr, sehr, sehr schönes Biom. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist explodiert. Ich habe noch gar nicht angeguckt, was da gewesen ist. Unsere Taschen sind unglaublich voll. Aber wir haben uns den Airdrop geholt und da wollte ich doch nochmal schauen, was wir da alles rausgeholt haben. Guck mal hier, selbstgebautes Maschinengewehrpaket. Wir machen das einmal auf, wir bekommen ein neues selbstgebautes Maschinengewehr der Stufe 3, Leute. Sehr schön. Bedeutet, wir können unser Einser auch mal zerlegen, dann bekommen wir ein paar Parts zurück. Wir haben ein paar Teile, sehr, sehr schön. Sieh dir die neuesten Schuhgewehre auf dem Markt an. Das lernen wir mal alles einmal direkt durch. Wir haben ein paar Parts, sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Loot. War nicht schlecht. Das haben wir hier erfahren, es werde nicht erfahren, wie du eigene Generatoren machst, machen wir. Und wir haben noch ein Paket mit 3 zufälligen Handwerkszeitschriften, das haben wir, glaube ich, vom Händler noch geholt. Nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Fertigkeit von Erntewerkzeugen wird gelernt, dann haben wir noch die Fertigkeitsverbesserung von Gewehren, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und verbessert die Fertigung zu Fertigung von Rüstung, lernen wir doch auch mal so. Wir haben auch noch eine Quest angenommen und ich würde sagen, wir haben zwar ein irrsinniges Sauwetter, aber die Quest, die holen wir uns dann jetzt auch nochmal. Ich glaube, es ist eine Grabequest. Genau, finde die vergrabenen Vorräte. Ist halt so, Leute. Müssen wir durch? Holen wir uns. Wir haben bis jetzt mit der Questerei relativ wenig Glück gehabt, muss ich sagen. Die Teile, die wir bekommen, sind so durchwachsen gut. Ich bin immer noch auf der Jagd nach dem Fahrrad. Ich möchte unbedingt das Fahrrad haben. Ich möchte unbedingt einen Ofen haben. Für den Ofen brauchen wir aber vermutlich nur ein paar Zeitschriften. Schaut mal hier, sind wir auch drin gewesen letztes Mal. Sehr, sehr schön, Rohstandwerk, aber irgendwie gab es da nicht viel Interessantes. Vielleicht gibt es da ja doch mal was. Vielleicht habe ich da noch was übersehen, bin mir nicht sicher. Aber ein interessanter kleiner Spot. Aber jetzt machen wir uns einmal auf, machen noch diese eine Quest. Und dann würde ich sagen, Tag 4, wir haben jetzt 15 Uhr. Das sollten wir auf jeden Fall vor Anbruch der Dunkelheit noch hinbekommen. Das blitzt und donnert. Anbruch der Dunkelheit ist gut. Es ist ja schon duster, wie beim Schuster hier. So, aber wie gesagt, dann machen wir diese eine Quest, geben die Quest noch ab und dann bereiten wir uns langsam aber sicher auf die Horde Nacht vor, Leute. Also im Moment tendiere ich dazu, die erste Nacht der Horde wirklich bei Tag 7 zu machen und danach schauen wir, in welchem Zyklus wir das dann weitermachen. Ob wir dann wirklich alle 7 Tage, ich weiß nicht, ob ich mir das vom Stress her antun möchte oder ob wir das Ganze ein bisschen entspannter angehen wollen. Aber wie gesagt, da warte ich auf eure Rückmeldung und das entscheiden wir dann gemeinsam. Auf jeden Fall, die Horde-Nacht gehört für mich irgendwo dazu. Darum werden wir das auch definitiv angehen. So, 190 Meter noch, wir sind gleich da. Und dann machen wir wieder das, was ich am liebsten mache. Buddel-Quests. Nicht. Also, es gibt tausend Sachen, die ich lieber machen würde, als irgendwo was auszugraben. Aber es gehört halt einfach dazu. Es ist Part des Spiels, es gehört dazu. Es ist ein elementarer Teil. Und da ist die Schwarte. Den lassen wir einfach mal stehen. Vielleicht ignorierst du uns ja, du lieber. Fände ich auf jeden Fall gut. Wir haben Hunger sich gerade, wir hauen uns noch mal eben unser letztes Schnitzel rein. Wir haben gar nicht mehr so viel. Vielleicht reicht es erstmal, ansonsten gucken wir noch mal, wir haben noch ein paar Döschen. Und dann können wir uns eventuell mal bei Gelegenheit ein paar Kartoffeln machen. Wir brauchen aber ganz dringend den Wassersammler, Leute, da kommen wir nicht dran vorbei. Auch eine Geschichte, die wir irgendwie über Quests uns holen können. Ich habe die Parts zum Kaufen beim Händler bis jetzt nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich meine, damals hätte ich mir die ersten Wassersammler-Parts beim Händler gekauft. Kann sein, dass sich da was dran geändert hat. Dann lasst es mich bitte einmal kurz wissen. Falls ich da irgendwo was übersehen habe, sagt mir bitte gerne Bescheid. So, und jetzt starten wir die Quest und suchen das Ersehnte, Leute.
So, das erste Mal. Bing, bing. Der Kreis verkleinert sich, Leute. Es ist irgendwo in der Nähe, aber ich weiß nicht wo. Ich hasse diese Budelei. Es ist nicht meins. Was haben wir denn hier? Baumwolle. Die kannst du einmal bitte pflücken. Wir sind Level 10 und haben 5 Fertigkeitspunkte. Sehr schön. Wir sollten wir eventuell auch mal verteilen, die Punkte. Na, wer kommt denn da? Die kleine Ursula? Hallo, meine Liebe. Schön, dass du kommst. Kannst du mir beim Graben helfen? Oder ich grab dich einfach ein. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte dir nicht ins Auge schießen. Mann, das ist sehr ekelhaft. Gib mir bitte meinen Pfeil wieder. Oh, ich kann es mir nicht angucken. Doch, kann ich schon. So, jetzt bitte weiterbuddeln. Irgendwo hier muss das Paket doch jetzt gleich mal kommen. Die liebe kleine Ursula. Leute, es ist einfach, es macht einfach keinen Spaß. Die Buddelquests. Vielleicht kommt ja irgendwann mal der Entwickler auf die Idee, uns von diesem grausamen Quest zu befreien. Also ich finde es wirklich nicht gut, Leute. Es tut mir leid. So sehr ich das Spiel sonst feiere. Aber das hier muss doch nicht sein. Da ist es, da ist es, da ist es. Geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch. Da kommt schon irgendjemand. Wo kommst denn du weg? Hallo? Ich habe die Kiste noch gar nicht aufgemacht. Also sei mal nicht so frech, Alter. Hier, bitteschön. Steht dir gut, mein Pfeil. Ich glaube, du hast auch ein neues Outfit, oder? Kann das sein? Also langsam, aber sicher klappt das mit dem Bogen auch ein bisschen besser. Nur das Aufheben der Pfeile ist immer noch schwierig. So, wir müssen einmal vorsichtig hier dran. Hier in diesem Loch ist unsere Kiste. Wir nehmen den ganzen Loot einmal mit und dann einmal wieder raus. So, pass auf. Da kommen sie auch schon von allen Richtungen. So, und wir gehen aber einfach mal nach Haus. Wir sind aber vollkommen überladen. Das ist ja aber überhaupt nicht so gut. Ist da was? Ich würde sagen, wir lesen vielleicht gerade mal eben schnell die Zeitschriften, die wir bekommen haben, wenn ich sie denn finde. Das macht es alles wieder ein bisschen leichter und wir können ein bisschen schneller rennen. Ach komm, weißt du was? Komm, wir machen euch einmal kurz weg hier. Da sehe ich auch noch ein paar Vogelnester, die so wichtig sind für mich. Also im Vergleich zu den Töte-Zombies-Quests oder reinige ein Gebiets-Quest sind die Buddel-Quests halt unglaublich einfach. Die sind unglaublich nervig und ich schieße unglaublich oft dran vorbei. Aber die sind doch sehr einfach. Trotz alledem sind mir die anderen Quests einfach um Längen lieber. Ist einfach so. Mag ich nicht so gern, aber ist egal. Ich will nicht meckern. Es ist ein schönes Spiel. Und ich freue mich über die 1.0. Das ist zwar noch experimental, aber es ist irgendwie, es ist ein Weg in die richtige Richtung. Und egal wie der Entwickler die Namen nennt, ob es Alpha 1, 21, 22, 23 oder Final 1, 2, 3 ist, es ist egal. Solange das Spiel eine Entwicklung macht und eine vernünftige und immer wieder neue Inhalte bekommt, ist mir das doch egal. Ich freue mich über jeden neuen Inhalt in diesem Spiel. Es ist einfach ein schönes Spiel. So, in diesem Sinne, ich mache mich auf den Weg nach Hause bzw. zum Händler und wir sehen uns dann gleich, wenn ich da bin. So, du Lieber, was kreuzt denn du meinen Weg? Bist du der Herr von der Mannheimer? Bist du hier der Herr Kaiser? Hallo, Herr Kaiser. Ich möchte heute keine Versicherung kaufen, das tut mir leid. Obwohl, eigentlich könnte man doch hier gerade besonders gut Versicherung gebrauchen. So, eine Lebensversicherung wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Eben muss ich mal drüber nachdenken. Ich bin mir nicht sicher. Dumm die Dudel, Dudel dai. Jetzt sind wir gleich wieder dabei. Mr. Rap und Feeds. Wir kaufen dir was ab, wenn du uns irgendwas Gutes gibst. Oder auch nicht. Aber ich weiß es nicht, du hast ja meistens nur Schrott. Wie wär's denn mal mit einem mit einer schönen Schmiede, du Lieber? Wäre eine Sache, die ich sehr, sehr dringend brauchen könnte. Leute, sagt mir doch mal bitte, wenn ihr wisst, auch wenn es einen anderen Händler gibt, wo ich vielleicht Schmiede bekomme, sagt mir da gerne Bescheid. Pflastersteine, Schießpulver, Shotgun, Weekly, Dose, Katzenfutter, 7,62. Ich glaube, ich nehme die Munition. Shotgun ist nicht so. Ja, komm, wir nehmen das. Dann haben wir das Fahrrad, Leute, guck mal da, das Fahrrad. Du hast rein.
Daumen hoch. Da haben wir's. Ich nehme auf jeden Fall das Fahrrad. Ist mir egal, was du sonst noch im Gepäck hast. Danke, danke dafür. So, jetzt bitte zeig doch mal. Hast du nicht eventuell eine Schmiede oder Zeitschriften? Wo sind deine Zeitschriften? Lass mich doch mal gucken. Was ist mit Medical Journey, Handyland, House of Farming, Bekitters, Forge Ahead? Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Hast du nur einmal? Ich glaube, ich bräuchte noch ein paar mehr davon. Schade. Robotik, Drohne, Booster Mod. Was ist denn das? Interessant, Leute. Hier können wir irgendwann Roboter-Drohnen bauen. Sehr, sehr interessant. Oh, aber egal, ich lerne jetzt erstmal die neue Zeitschrift. So. Well, maybe you should try Shamway. So, dann lass mal raus, direkt mal das Fahrrad hin. Was haben wir denn da für ein schönes Bike? Was ist das denn für ein schickes Ding? Hast drei Leute ein rotes Fahrrad? Habe ich auch noch nicht gehabt. Mega. Das sieht ja mal cool aus. Starkes Gerät. So, das stellen wir einmal hin. Einmal hier drapiert. Grün. Habe ich jetzt außerdem die Farbe geändert? Wie habe ich denn das gemacht? Okay, ist egal. Nehmen wir auch. So, pack's da hin. Hat mir in Rot besser gefallen, aber ist egal. So, soll mich nicht weiter stören. Hallo, Zombies? Wisst ihr was? Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Mega gut. Leute, wir haben es geschafft. Das Fahrrad ist am Start. Jetzt kannst du schneller fahren? Ach so, oh, ich habe die Tasten noch nicht richtig belegt fürs Fahrradfahren, aber ist egal. Mache ich das halt mit WASD, ist auch in Ordnung. Muss ich später mal umbelegen. Also, mega. Jetzt haben wir das Fahrrad, jetzt können wir endlich auch weitere Touren machen und Quests. Ich habe keine neue Quests angenommen. Kein Problem, gehen wir gleich nochmal ran. Aber erstmal wird jetzt sowieso die Karre hier geparkt. So, wie kommen wir wieder runter? Anscheinend so. Sehr gut. Lass mal gucken. Ach, pack mal später was rein. Wir lassen das Fahrrad erstmal hier draußen liegen. Ich muss meine Taschen leer machen. Dafür gehen wir einmal hier hoch. Und packen den ganzen Krempel aus den Taschen, den wir so gesammelt haben. Wir brauchen doch mal ganz dringend deutlich, deutlich mehr Kisten, habe ich festgestellt. Das machen wir eventuell auch gleich mal. Und lass uns mal eben schauen, dass wir noch eine weitere Kiste bauen. Und dann müssen wir zusehen. Wo ist denn das Forge Ahead? Habe ich das jetzt schon gelernt? Habe ich anscheinend schon gemacht. So, aber erstmal hier Metall rauspacken, Messing rauspacken. Federn und Gerümpel, Leute, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Wir müssen uns ganz dringend eine neue Kiste bauen. So, alles, was irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun hat, kommt nach hier. Bier, auch gut, Kartoffeln, Eier. Wobei, Eier, lass uns die Eier besser mitnehmen. Ich glaube, die Eier behalte ich erstmal dabei. Und dann brauchen wir ganz dringend neue Kisten. Habe ich, glaube ich, jetzt schon dreimal in kürzester Zeit hintereinander gesagt. Ich höre da unten, glaube ich, irgendwie rumlaufen, Leute. Bin mir nicht sicher. Kiste. Holzaufbewahrungskiste. Wir machen uns direkt mal zwei. Wer macht denn da so einen Krach da unten? Sag mal, geht's dir gut? Das ist mein Reifen, den du da ankratzt. Geh weg da. Mann, Alter. Wir müssen uns hier auch ein bisschen besser ver... Bist du schon tot? Ernsthaft? Na gut, der war anscheinend schon sehr angestochen. Kann ja mal passieren. So, wir packen uns mal direkt noch zwei Kisten dazu. Ich denke, das kann nicht schaden. Wir brauchen hier sicherlich noch jede Menge mehr. Ich würde sagen, ich packe die Kisten mal auf diese Seite hier noch mit dazu. Oder auf die andere. Ist ja erstmal wurscht. So, was haben wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall, ich würde sagen... Einfach, dass wir so ein bisschen besser sortiert sind, machen wir hier Parts rein. Parts ist alles, was wir irgendwie an Teilen haben, wie zum Beispiel Motoren und so weiter. Hier, das sind Parts für mich. Reparaturdinger nicht unbedingt, aber hier Motoren und vielleicht auch die Upgrades und so weiter erstmal da rein. Dann haben wir da schon mal so ein kleines bisschen Grundordnung. Reifen auf jeden Fall. Wobei, die Upgrades kommen später auch mal woanders rein. Das sind dann Upgrades oder Mods. Dafür gibt es dann irgendwann auch nochmal eine extra Kiste. Aber lasst uns erstmal ein bisschen Grundordnung reinschaffen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen wenigstens hier wieder. Sortiere das auch noch einmal. Genau, sehr schön. Was habe ich denn hier oben drin? Hier sind doch bestimmt auch schon so ein paar Dinge drin, die eigentlich rüber könnten. Theoretisch. Das Rohr auf jeden Fall. Und dann kriegen wir irgendwann mal garantiert Ordnung rein. Aber das ist immer so mein Problem hier, Leute. Ordnung bei so einem Spiel. Das fällt mir immer schwer. Aber ich gebe mir Mühe, Leute. Ich verspreche es euch.
Ich gebe mir Mühe. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch ein bisschen Lehm. Das kommt auf jeden Fall zu den Steinen. Dann haben wir vergammelte Speisen. Die sind zurückzuweisen. Vor allen Dingen zu überhöhten Preisen. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber wir packen es erstmal hier rein. Federn kommen für mich weiterhin erstmal zu Waffen. Wir machen später noch eine separate Munitionskiste. Definitiv muss sein. Jetzt können wir gucken, das hier und das hier vielleicht auch. Guck mal, da ist noch ganz viel Messing drin. Lass mal gucken. Hier ist noch Ölschiefer. Und hier Wasserreinigungsmod. Okay, wir haben eine Wasserreinigungsmod. Müssen wir gleich mal schauen. Packe ich auch erstmal zu Parts. So, hier. Achtung. Moment, ich bin gerade ein bisschen kuriositätmäßig. So, Metall kommt nach hier. Knochen, Steine, Steine weg, Holz weg. Mach die Taschen erstmal leer. Knochen, wo können wir die Knochen hinpacken? Ich habe keine Ahnung. Mach die Knochen erstmal hier rein. Schiefer kommt zu Stein. So, diese ganze Sortiererei, das ist immer so eine Geschichte. Leute, sagt mir bitte gerne, sollen wir das rausschneiden oder lasse ich das drin? Wollt ihr da gerne auch mal mit bei sein? Ein bisschen Schwaller, ein bisschen sortieren, ein bisschen Gemütlichkeit halt so an den Tag. Recork, was ist denn das? Das ist doch irgendein Schnäpschen. Machen wir zu Nahrung. Das behalte ich mal hier im Inventar. Eine Schwertablette nämlich mit Papier könnte man noch mal in die Plunderkiste packen. Und dann ist das alles schon gar nicht so schlecht. Jetzt bräuchten wir noch eine Kiste für Ausrüstungsgegenstände. So, Kleidung. Vielleicht nennen wir diese Kiste einfach mal Kleidung. Kleidung, schräger, Rüstung. Vielleicht, kann man ja mal so nennen. Ist ja gar nicht so schlecht. So, dann haben wir das einmal weg. Und dann schauen wir bitte einmal gerade nach. Können wir jetzt schon die Schmiede bauen? Schmiede, nein, können wir noch nicht, weil, was fehlt uns noch? Arbeitsstation. Wir benötigen noch einen Punkt. Einmal noch die Zeitschrift finden. Leute, das machen wir gleich. Wir gehen mal los und gucken, ob wir noch irgendwo eine Zeitschrift an den Start bekommen. Was ist denn mit dem Wassersammler? Wir haben die Wasserreinigungsmod, aber den Wassersammler an sich kann ich noch nicht bauen. Das ist wahrscheinlich... Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich brauche, um den Wasserreiniger zu machen. Das wäre eine mega Sache. Leute, wenn ihr das wisst, sagt mir bitte mal Bescheid. Was muss ich denn da nochmal für haben? Mir war das so, als könnte man das auch lernen. Ich kann es nicht reparieren, weil ich alles Material weggepackt habe. Wir gehen aber nochmal los. Wir ziehen nochmal durch die Lande. Nehmen das Fahrrad vielleicht eventuell mit. Das wäre eine gute Sache. Leute, wir haben das Bike am Start. Mega gut. Damit haben wir wirklich einen wichtigen, wichtigen Meilenstein erreicht. So, WASD hier, bitteschön. Muss ich unbedingt, Leute, ich spiele normalerweise nicht mit WASD, darum ist das immer für mich eine sehr, sehr, sehr grobe Umgewöhnung, wenn ich es dann doch mal tue. So, guck mal noch mal auf die Karte. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg in diese Richtung hier. Wir sind jetzt hier mobil. 19:18 bedeutet, auch wenn es dunkel wird gleich, kommen wir auf jeden Fall schnell genug nach Hause. Wir müssen uns ja nicht allzu lange draußen rumtreiben, aber wie gesagt, mit dem Fahrrad, Leute, ich finde die Optik von dem Bike auch mega gut. Da hat sich auch ordentlich was dran getan. Gefällt mir richtig. Ist die Frage, wo bekommen wir jetzt diese wunderschöne Zeitung her? Wir könnten nochmal auf jeden Fall ein paar Briefkästen öffnen. Das wäre eine Geschichte. Und vielleicht machen wir auch einen kleinen Spot hier noch. In der Tankstelle war ich, glaube ich, schon mal. Lass mal gerade schauen. Ich vermute, das ist hier so die interessante Zone. Das sind hier die Spots, die wir eigentlich mal machen müssten. Hier ist die Feuerwache. Happy Sleep Motel. Vielleicht gibt es hier was, wo man tatsächlich so eine Mechaniker, so eine Werkstatt wäre nicht schlecht. Da oben ist der Wasserturm. Red Rubies, was ist denn das? Rotlichtbezirk. Und da ist der Plauzenbär. Aber das hier sieht so ein bisschen nach Werkstatt aus. Und ich parke hier einfach mal das Bike. So, pass mal auf. Und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Zum einen einmal hier. Hier liegt auch noch was drin. Ja, Dickie, das ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. Aber vielleicht ist das was für Knüppel. Kann ja sein. Schöne Brücke da hinten übrigens. Plauzenbär, wie geht's denn dir? Es wird bald dunkel und dann wirst du ungemütlich. Wir müssen auch mal dringend eine andere Waffe haben. Ich finde so, keine Ahnung, vielleicht ein Messer wäre nicht schlecht. Das habe ich auch bei jemandem gesehen. Scheint eine gute Waffe zu sein. Aber auch, oh, du blutest. Wenn ihr wisst, was halt mal eine gute Waffe wäre für Nahkampf und so weiter.
lass es mich gerne wissen. Ich glaube, dass mein Knüppel auf Dauer, weiß ich nicht. Pass auf. Der Schrottplatz hat aber keine Levelanzeige, von daher ist das hier vielleicht gar nicht so wild. Okay, ich würde sagen, ich gehe einmal hoch. Vielleicht finden wir ja hier die Zeitschrift, die mir noch will. Das kann ja sein. Und vielleicht nimmst du dir einen Knüppel zur Hand. Einfach, falls was kommt, dass du bereit bist. Wir müssen ja nicht immer alles mit dem Bogen. Hallo? Mach mal zu hier. Irgendwo, guck mal da kommen sie schon. Da kommen sie aus den Löchern, die lieben. Wir machen aber erstmal alles hier ganz in Ruhe leer. So. Darf dich nicht hetzen, liebe Lydia. Lass dich nicht hetzen. Oh, da sind sie schon. Da sind sie. Wir könnten ja auch einfach mal so hier wieder runtergehen. So. Pass mal auf, hier lang. Und dann lassen wir die mal da oben. Na, geht's euch gut da oben? Weißt du was, kriegst man Pfeil von hier unten in den Pöppes. Ja. Bitteschön. Und gleich kommt wieder ein Hund von unten, weißt du? Ja. Die Hunde, die haben's ja. Die haben mich ja Was war das denn? Mann, Ursula, pass doch auf. Mann, Arbeitsschutz. Du musst hier nicht immer über die Veranda stolpern. Du lebst noch, ist auch okay. Nimm's mir nicht übel. Nimm's mir nicht. Warum rennst du? Wer bist du? Hast du gelbe Augen? Bist du ein Gelbauge? Es rennt nicht wie angestochen. Geht's dir nicht gut? Die hat doch gar keine gelben Augen. Was ist denn da los, Alter? Und du? Ich muss direkt meinen verdammten Bogen. Leute, der springt auch schon wieder. Mann, ihr seid aber suizidgefährdet. Leute, das ist echt traurig hier in der Apokalypse. Aber so schlimm ist doch auch nicht. Rennst du auch? Nee, der rennt nicht. Der rennt nicht. Der ist ganz gechillt. So mag ich euch. Einfach mal entspannt und gechillt. Du bist mir sympathisch, aber die Ursula, die ist immer so gestresst. Guck mal, hier ist noch ein Rucksack. Leute, ich brauche eine. Ja, ist auch nicht das, was ich brauche. Egal, benutzen wir trotzdem, ist ja nicht so schlimm. Wir nehmen auch mal alles mit, wir haben jetzt eine schicke Mütze. Ich ziehe es auch an, Leute, ist egal, ob es besser ist oder nicht. Einfach wegen der Optik. Ich weiß nicht, also meine komische Holzrüstung. Ja, kann man von halten, was man möchte. Ich finde sie irgendwie nicht so schick. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Bitte keine Hunde, weil Hunde sind nicht interessant. Hunde sind, ich mag Hunde in echt, also ganz ehrlich, mag Hunde sehr, aber nicht hier in diesem Spiel. Nau! Bleib da unten! Ist bekloppt! Erschreck mich doch mal! Wir brauchen einen besseren Knüppel, habe ich das Gefühl. Au, au, au! Verdammt, verdammt! Was ist mit dir? Was geht denn mit dir nicht ab? Was stimmt mit dir nicht, wollte ich sagen. Sag doch mal. Du sollst nicht zurückschlagen, du mieses kleines Stück. Du doch weh, guck mal hier, ein Bunker, Leute. Bunker. Wollen wir da rein, Leute? Ich muss auf die Uhr gucken. Noch haben wir ein bisschen. Wollen wir da rein? Oh, ich habe Angst. Die Taschen sind doch einigermaßen leer. Haben wir noch irgendwas zu futtern dabei? Auf jeden Fall haben wir Durst. Wir trinken mal einen Schluck. Ich hoffe, ich habe meine Eier nicht ausgepackt zu Hause. Genau, guck mal da. Die Eier haben wir dabei. Wir gucken uns gerade noch mal ganz grob hier um. Weh, die Autoquetsche. Was war das? Oh, der Hund! Alter! Geh weg, du miesen Vieh! Geh weg! Wo ist die Wumme? Alter, ich wusste es, der Hund kommt, ich wusste es. Wo habe ich das gewusst? Oh, verdammt, ich habe Aua! Mein Knie ist kaputt. Du bist doch wohl bekloppt, du mieses Vieh. Ich hasse es, ich hasse dich so sehr, du bist so ein mieses kleines Vieh. Oh mein Gott, Leute, diese Hunde, die machen mich echt fertig. Was haben wir denn da jetzt für eine Blessur, 29 Minuten lang? Ist das denn euer verdammter Ernst? Guck mal, Schürfunde, na gut. Können wir da vielleicht mit dem Verband was dran machen? Nein, können wir nicht. Leute, ich werd hier noch bekloppt. So, wir gehen trotzdem einmal runter. Lad mal nach, die Wumme. Die vielleicht auch, die ist sogar noch geladen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rüber gehen, sind wir drin, oder? Kommen wir dann wieder raus? Und ich habe irgendwie kein... Ich habe da gar kein so gutes Gefühl, wenn ich da einfach runterspringe. Ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich mir nicht helfen. Haben wir Holz dabei? Dass wir uns wieder hochbauen können? So, wir gucken uns einmal noch mal hier oben um. Wir machen hier so einen Krach. Bist du das?
Leute, wir gehen jetzt runter und wenn ich dann unten in den jeweiligen Tod sterbe, dann ist das halt einfach so. So, wir riskieren es jetzt. Soll mir keiner sagen, ich bin ein Schiffsbuchs. Leute, wir sind drin. Oh mein Gott, und wie kommt man hier wieder raus? Überall stahlverstärkte Türen. Leute, was? Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Guck mal, da brennt's. Da drunter. Verschlossen. Okay. Verschlossen. Ich vermute, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, irgendeinen Schalter betätige oder irgendein. Verschlossen. Irgendwas. Dann haben wir wahrscheinlich ein großes Problem und dann kommen die überall her. Kommen wir da irgendwie wieder hoch? Sag mal. So, wie nehmen wir mal einen Stuhl hin? Können wir den Stuhl so drapieren, dass wir da eventuell hochspringen könnten? Guck mal, hier könnten wir auf jeden Fall, glaube ich, raus, ne? Kann man das aufmachen? Aber ich will die Lampe nicht kaputt machen. Das hat aber irrsinnig viel Lebensenergie. Ja, Halleluja. Heißt, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Sehr interessant. Kann man hier irgendwas bedienen, irgendwas machen? Hier, das leuchtet rot. Kann man auch nichts mitmachen, Leute. Ich bin gerade. Also es geht auf jeden Fall weiter hier runter. Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte mich da unten weitermachen lassen. Es möchte mich irgendwie hier runter befördern. Aber wir looten jetzt erstmal. Nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und dann. Ich weiß auch nicht, ob ich da ins Loch steigen will. Leute, was habe ich mir da angetan? Ist doch nicht mein Ernst. Verdammt. Ich wusste, wenn ich hier reingehe, komme ich nicht mehr raus. Ich habe es gewusst und ich gehe trotzdem rein. Aber es ist kein Problem, Leute. Ich habe keine Angst. Wir können uns auch hier durchprügeln. Das geht auch. Aber ich habe zur Not auch keine Steine dabei, mit denen wir. Was passiert denn hier? Kriege ich Steine, wenn ich hier drauf einprügel? Nein. Wisst ihr was? Ich schlage mich jetzt nicht irgendwo durch eine Türe. Wir gehen hier runter. Leute, was denkt ihr euch alles für fiese Gemeinheiten aus? Da heißt, oh, Wurmi. Mein liebes kleines Wurmi. Was machst du da, sag mal? Wir haben keine Schrotflintenmuni mehr dabei. Habe ich hier von der anderen Muni noch? Ja, davon haben wir noch ein bisschen. Weißt du was, da ballern wir hier mal so ein bisschen fröhlich rum. Geht gerade ein bisschen schneller. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich will nicht hier sein. Guck mal, da ist wieder so ein Rad. Kann ich das denn betätigen? Also hier, pass mal auf, ich gehe mal runter. Hier sind doch bestimmt wieder Schlangen und Leute, ich kenne das doch. Hier sind immer Schlangen im Wasser. So, hier geht's auch hoch. Pass mal auf, geht das denn auf? Okay. Habt ihr das gesehen? Die warten da oben auf mich. Leute, guck mal, wie die mich angucken. Ihr seid doch bekloppt. Ihr seid doch bekloppt, Leute. Ihr seid doch völlig wahnsinnig. Stirb! Und lass mich in Ruhe. Geh doch ins Feuer. Da hinten brennt's, da kannst du reinrennen. Habt ihr gesehen, wie die mich angeguckt haben, Leute? Ich glaube das gar nicht. Was ist da los mit euch? Mann, ich will das nicht. Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mami. Lebt da noch einer? Das klang gerade so komisch. Ne, ihr seid down, ne? Also irgendwo kloppt ihr wieder einer auf die Türe ein oder ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee war, hier runterzugehen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bezweifle das irgendwie gerade schwer. Tür verschlossen. Okay. Aber wenn die lieben Zombies mir hier irgendwo einen Weg reinkloppen, dann wäre das ja auch in Ordnung. Aber ein wunderschöner Spot. Also ich sage mal, den kann man sich doch auch hervorragend herrichten, um sich hier mal niederzulassen. Wo seid denn ihr? Also hier geht's nicht raus. Das ist total super. So, hier brennt's. Da kommen wir also auch nicht durch. Das kann man garantiert irgendwie ausmachen. Vielleicht hier, ich weiß es nicht. Ich kann das Ding auf jeden Fall nicht bedienen. Also ich könnte hier mal abschlagen. Vielleicht bringt das ja was. Keine Ahnung. Ist das in Ordnung, wenn ich das hier kaputt schlag? Hat Salvage 2 Sterne. Leute, das war nicht angezeigt. Das habt ihr mir so nicht angezeigt. Guck mal, da liegt einer. Ob der lebt? Ich glaube, mein Bogen ist kaputt.
Er ist tot. Sehr schön, der ist tot. Leute, ich glaube, hier geht's raus. Nee, auch nicht. Nein, nein. Verdammte Axt. Oh, die gucken mich schon wieder an. Na, Ursula? Ich geh mal runter. So, pass mal auf. Da kommt bestimmt noch mehr. Hallo, na? Wie sind denn so? Komm doch direkt ganz rein hier, Mann. Was machst du denn da unten? Du musst doch nicht hier so halb rum. Ich lock mir auch wieder alles an, was irgendwie geht, habe ich das Gefühl. Wir haben noch 130 Schuss Munition für das Ding. Also ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe... Da liegt doch jemand. Was war das? Okay. Na gut. Auf jeden Fall gibt es hier Loot, aber hier geht keine einzige Tür auf. Wie komme ich denn hier raus? Sagt mal. Rotes Ventil. Ich mach das mal. Okay, damit habe ich da hinten das Ventil. Leute, ich habe ein bisschen die Buchse voll. Aber das ist kein Problem. Ich denke, wir kommen hier irgendwie wieder raus. Irgendwie mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Wir kriegen auf jeden Fall hier mal was zu essen. Ich baue uns hier mal was ab. Habe ich eine Schippe dabei? Weißt du was? Manchmal geht das mit der Schippe besser. Nein, das geht auch hiermit nicht gut. Das hört sich nach verdammt vielen Zombos an. Ich kann mir da irgendwie nicht helfen. So, was kriegen wir denn hier raus? Das gibt auch wieder nur Leben. Sand, Steine. Steine ist gut. Wir könnten natürlich aber etwas reparieren, so ein bisschen. Vielleicht machen wir uns auch mal hier so ein bisschen Holz. Leute, wir brauchen Holz, um den Bogen zu reparieren. Habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob das schon reicht, weil ohne Bogen, ich weiß nicht, irgendwie mag ich meinen Bogen. Oh, super, dankeschön. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Munition. Aber ich möchte echt mal wissen, wo ihr alle herkommt. So, wisst ihr was? Ich glaube, hier, das lohnt sich nicht mehr. Hier gibt es soweit nichts mehr. Dann gehen wir mal wieder runter. Pass mal auf. Wir gehen runter. Es ist dunkel. Leute, ist das dunkel. Da leuchtet was. Das kann doch nur ein Ausgang sein, Leute. Das kann doch nur ein Ausgang sein. Okay. Ein wunderschöner Raum. Sehr, sehr schön. Guck mal, da kommt was von oben. Ich gehe runter. Wir lassen sie kommen. Wir lassen euch einfach mal kommen, ihr Lieben. Die kommen doch gleich garantiert von überall. Kann das sein? Wir machen kurzen Prozess. Ich weiß nicht, von wo die gleich überall hier runterstürmen, aber es hört sich echt, guck mal da. Leute, ich habe ein ganz kleines bisschen ein unwohles Gefühl. Und diese Geräusche von allen Ecken und Engen. Wow, wer war das? Oh, verdammt, mal geht's noch. Alle einfach von hinten. Ist doch nicht euer Ernst. Seid doch mal einfach tot. Seid mal tot und bleibt mal tot, ihr Lieben. Ich bräuchte dringend mal irgendwie eine Taschenlampe. Meine Herren. Oh, das macht mich fertig. Digga, das müssen wir unbedingt aufmachen, Leute. Leute, die Taschen sind voll. Wir sind 100% überladen. Sag mal, wo kommt denn ihr? Leute, ich glaube, da vorne, das ist der Schalter. Mit dem Ding können wir das Ganze, glaube ich, aufmachen. Dann öffnen wir wahrscheinlich alle Türen und dann wird es hier mal so richtig bunt. Ich warte mal ab. Vielleicht brechen die hier irgendwo durch. Ich lese schon mal die Zeitschriften, die wir haben. Einfach, dass wir hier mal wieder ein bisschen Platz im Inventar kriegen. Wir essen auch mal was. Was haben wir hier? Verbessert die medizinischen Handwerksfertigkeiten. Ich muss hier mal dringend durchsortieren. Ich brauche sicherlich nicht alles davon mit nach Hause zu schleppen. Papier schmeiße ich raus. Ich weiß gerade nicht, was wir alles mitnehmen wollen. So viel Gammelfleisch brauche ich aktuell auch noch nicht. Und ich denke auch, komm, die kaputte Kapuze, die kann auch einmal weg. Und dich könnten wir vielleicht mal tragen. Hat der Bergarbeiterhelm nicht auch ein Licht? Ich weiß es nicht. So, wir looten hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter. Ich mache das Ding hier auch einmal klein. Kann sich ja nur lohnen. Und das geht ja relativ schnell, Leute. Beaverbox. Ich bräuchte auch mal eine Fackel, Leute.
Ah, vermaledeit, wir haben kein Holz. Da was wir bauen, uns hier mal irgendwas ab, was aus Holz ist, damit wir uns eine Fackel bauen können. Und die hängen uns dann hier irgendwo hin. Bevor ich hier die Türen öffne, brauche ich Licht. So, Leute, nochmal fürs Protokoll. Wessen Idee war das, hier reinzugehen? Mann. Aber ein schöner Spot, Leute, wirklich. Ja, wirklich wahnsinnig. Gefällt mir echt ganz cool hier. So, wir stellen mal die Fackel hin, dann sehen wir vielleicht wenigstens. Oder nehmen die nochmal in die Hand. Ich wüsste ganz gerne, wo ihr durchbrecht. Das würde mich halt wahnsinnig interessieren, wo ihr denn da herkommt. Guck mal, hier gibt es doch Bücher. Jede Menge sogar. Es werde Licht benutzen. Schrotflinten benutzen. Ja, Rüstung benutzen, Und das auch. So. Fehlt uns. Ach, guck mal, gibt es hier noch mehr? Nee, doch, da unten ist es ein doppeltes. Adrenalinrausch, nutze den Adrenalinrausch des Kampfes, um deinen Körper zu leben. Verlangsam dich nicht im Kampf. Dankeschön. Also ich wüsste echt, da ist ein Hund bei. Heute ist nicht euer Ernst. So, mach ganz schnell auf den Schrank, ich will hier raus. Wir könnten theoretisch, glaube ich, wenn wir ein bisschen Holz abbauen, auch da raus, wo wir reingekommen sind. Leute, da müsste ich mir gerade mal überlegen, ob ich mir das hier antue. Oder ob wir einfach da wieder rein rausgehen, wo wir reingekommen sind. Leute, den Loot haben wir dann hier ja quasi gleich mitgenommen. Ich habe noch keine Idee, wo die reinkommen, aber die können sich ja nur hier irgendwo durch eine riesen Betonwand prügeln. Was ist denn da los mit euch? Ich kratze euch ja die Finger blutig. Leute, wenn wir nicht so krass überladen wären, dann hätte ich auch gar nicht so viel Angst, aber irgendwie üble Geschichte, Und das hört sich echt nicht nach wenig an, was da kommt. So ein kleines bisschen noch, und dann haben wir diesen Mega-Schrank hier geöffnet, Leute. Beavers Box, den Super-Tresor. Unknackbar. Unüberwindbar. Außer mit der Steinaxt der Stufe 2. Dauert lange. Lohnt sich trotzdem. Puh, dass die Ausdauer weg, Leute. Die sind jetzt aber gar nicht so gut. Mach mal Ausdauer ran hier wieder. Trink mal schön, meine Liebe. Und irgendwo gibt es hier Tiere. Eine Schlange, Leute. Irgendwo treibt sich ja noch eine Schlange rum. Ich wusste doch, dass es hier Schlangen gibt. So, denn, was haben wir denn da? Einmal Hunter. Einmal finde mehr Messing in Beute. Das nehmen wir gerne mit. Und alles andere würde ich auch sagen, nehmen wir mit. Aber wir müssen aussortieren, Leute. Das kann ich. Ich kann nicht so viel Zeug mitnehmen. Knochenmesser. Guck mal, da kommt jemand. Hast du irgendwo noch gekratzt, hä? Mann, du Liebe. Hätte nicht sein müssen. Ich muss immer noch gucken, was wir wegschmeißen, Leute. Komm, das alte Sandwich braucht kein Mensch. Steinsperrstufe 2. Ich weiß es nicht. Leute, Federn packen wir weg. Komm, ein Holz, ein bisschen Sand packen wir weg. Ich kann mich immer so schwer von Sachen hier trennen in diesem Spiel. Das ist einfach ohne mal. Komm, so ein bisschen Öl packen wir weg. Was ist los? Alter! Komm, geh mal hier runter. Geh runter. Wie geht man? Komm, runter. Lydia! Nicht gut. Mach dich einfach mal klein hier. Wo kommt ihr denn jetzt rein? Wo habt ihr euch jetzt durchgekloppt? Nein! Alter, lass mich in Ruhe. Was ist denn kaputt mit dir? Guck mal, da hat er durchgekrabbelt. So, wir gehen einmal hier zurück. Ich glaube, ich gehe einmal hier zurück. Wir probieren es auf den Weg. Ich höre den verdammten Hund, Leute. Das kann nicht sein. Ich will den Hund nicht. Ich will dich nicht. Mann, was ist hier los mit euch? Ihr seid doch bekloppt, Leute. Und da kommen noch mehr raus. Vielleicht sollte ich doch einfach den Knopf wegdrücken. Nein. Ich komme nicht raus. Überall kommen die. So, ich würde ganz gerne einmal hier so. Geht denn das? Kriegen wir das hin? Nee, irgendwie nicht so richtig. Dafür müssten wir hier die Lampe abbauen, aber die ist.
auch ein bisschen. Na gut, es geht. Ist ja nein, kaputt gemacht. Ist doch nicht mein Ernst. Verdammte Kacke. Mann, eine. Kann nicht sein, Leute. Kann ich mir noch einen neuen Block bauen, bitte? Na gut, dann warten wir auf das, was da kommt. Das kann ja so schlimm nicht mehr sein. Reicht nicht, Leute. Kann doch nicht sein. Einfach nicht so gemacht. Das ist nicht so gedacht, dass man hier wieder rauskommt, Leute. Von daher, wisst ihr was, dann gehen wir doch zum Knopf weg. So, hilft hier alles nichts, Leute. Wir machen das Ding auf jetzt hier. So. Jetzt alles offen. Mal so ein paar gezielt in die Rübe. War es das schon? Habe ich das eigentlich hier geludet, Leute? Ich glaube, das war's. Haben wir es überlebt? Kommen wir jetzt wieder raus hier? Ich glaube, das ist der Ausgang. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Leute. Ich glaube, wir haben noch ein Stück bis zum Ausgang. Verdammt. Was können wir denn hier machen? Ist das irgendwas, was wir bedienen können? Mach mal die Tür bitte hinter dir zu. Lydia. Nee, scheint nicht so. Nichts, was wir benutzen könnten. Okay, dann geh raus. Du Liebe. Wir sind so brutal überladen, aber guck mal, hier ist noch eine schöne Lootkiste, die nehmen wir noch mit. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Ausflug, Leute. So, direkt mal was gegen Hunger und Durst getan. Unsere Knarre geht kaputt, Leute. So eine miese Sache. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Leute, wir sind draußen. Guck mal. Der Hinterausgang. Mach's Ding kaputt, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig mein Video. Ich brauche euch ja an meiner Seite. Ich bin fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Reise mit euch und in diesem Sinne, ich bin raus. Euer GameRoh.